Moin Moin und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp, dritter Spieltag. So sieht's mal aus. Frage, wie wird's weitergehen? Gibt es da eventuell den einen oder anderen, der einen Fehlstart kriegen wird? Oder gibt es jetzt eventuell noch die Wende? Mal schauen, los geht's mit einem neuen Bundesliga-Tipp. Das Auftaktspiel des dritten Spieltags ist ein Spiel zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim. Die große Frage bei beiden Teams, wie wird es da weitergehen, denn die Dortmunder haben im letzten Spiel gegen Freiburg verloren. Ja, Tatsache. Und das auch mit verdientermaßen verloren, denn es war ein schlechter Auftritt der Borussia gegen den SC Freiburg. Und ja, normalerweise passiert ja sowas dann gerne mal der Borussia, wenn es um die ernste Sache geht. Und das haben wir in den letzten Jahren gehabt. Immer mal wieder, wo man sagen müsste so von wegen, aber warum verliert ihr so welche Spiele? Warum? Wenn ihr nicht so welche Spiele nicht verlieren würdet, würdet ihr die Meisterschaft spielen. Ja, das passiert der Borussia leider regelmäßig. Und die große Frage ist die, wie wird man jetzt gegen Hoffenheim auftreffen? Denn in der letzten Zeit haben sie sich sehr schwer getan gegen die Hoffenheimer, die jetzt aber im letzten Spiel nur 2-2 geschafft haben gegen Union Berlin. Eine temporeiche erste Halbzeit. In Halbzeit 2 ist das Spiel ein bisschen abgeflacht, wo man sagen müsste, so, boah, man hatte so ein bisschen darauf gehofft, dass eventuell der Gegner auch einen Fehler macht und dass man selber den ausnutzen kann und dementsprechend mit 3-2 gewinnt. So hat man eben einen Punkt geholt gegen Union Berlin. Ich denke aber mal, dass Borussia Dortmund dadurch, dass sie wieder zu Hause spielen, den Heimvorteil ausnutzen. Am Ende mit einem 3-2-1 gewinnen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Augsburg und Bayer 04 Leverkusen. Die Leverkusen haben mit einem starken offensiven Spiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Ja, beide Teams mit offenem Visier. Beim einen ist es alles gut gelaufen, nicht bei Leverkusen, beim anderen ist alles schlecht gelaufen, bei Gladbach. Und die große Frage ist natürlich die, kann man diesen Schwung aus diesem ersten Spiel, oder besser gesagt aus dem zweiten Spiel jetzt gegen Gladbach nutzen gegen den FC Augsburg? Augsburg momentan nicht so gut. Ne? Augsburg in beiden Spielen nicht so gut performt. Klar, 0-0 gegen Frankfurt, ein Punktgewinn, ja, aber das war, man muss es im Endeffekt sagen, es ist, die hat die Null gestanden, der Torwart hat einfach alles gehalten, was die Frankfurter da auf den Kasten draufgeschossen haben. Aber sonst war das keine gute Leistung der Augsburger. Die müssen definitiv besser spielen jetzt gegen Bayer 04. Denn sonst, ja sonst, droht schon gleich am Anfang der Saison ein Abstiegskampf, den man eigentlich von Anfang an vermeiden wollte. Ich denke aber mal, Leverkusen wird seinen positiven Trend auch fortsetzen und dementsprechend mit 3-0 gewinnen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem Greuther Fürth. Ja, bei den Fürthern, historisch gesehen, ist es schon das Spiel gegen Mainz 05, denn in der damaligen Saison 2012, 2013, wo sie auch schon in der Bundesliga gespielt haben, haben sie gegen den FSV Mainz 05 ihren ersten Sieg erholt. Die große Frage ist jetzt natürlich die, wie wird das dieses Mal laufen? Denn dieses Mal ist es so, dass die Fürther im letzten Spiel jetzt ein 1-1 gegen Bielefeld gehabt hatten, wo man sagen müsste, so, fragwürdige Elfmeter. Wer weiß, wie das gewesen wäre, wenn die Regeln eine andere Regel gewesen wäre, mit von wegen Fläche aus kürzester Distanz und wie auch immer. Am Ende hat der Schiedsrichter entschieden, es ist ein Elfmeter, weil aus kürzester Distanz der Arm war weiter draußen. Klar, irgendwie, ne, kannst du das schon verstehen, wie er, warum er, wieso, weshalb er das so entschieden hat. Mit den Regeln heute, ja, mit den Regeln damals, würde ich fast schon sagen, hätte er eventuell wegen aus kürzester Distanz sich das anders entschieden. Aber nun gut. Je nachdem. Auf jeden Fall haben die Fürther unentschieden geholt gegen Arminia Bielefeld. Jetzt gegen den FSV Mainz 05, die im letzten Spiel, ja, überraschenderweise nicht so gut gegen Bochum gespielt haben. Dafür, dass sie im ersten Spiel gegen Leipzig ein gutes Spiel abgeliefert haben, 1-0 gewonnen haben, haben sie im zweiten Spiel jetzt gegen Bochum eher eine schwache Leistung abgeliefert. Große Frage, wie wird das jetzt gegen Fürth laufen? Ich denke mal, am Ende wird es so sein, dass der FSV Mainz 05 da wieder 3 Punkte holt. Sie spielen zu Hause 1-0. Das nächste Spiel ist ein Derby, es ist das Baden-Württemberg-Derby, es ist das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg. Derbys sind immer grundsätzlich sehr schwierig einzuschätzen. Im letzten Spiel der SC Freiburg sehr positiv aufgefallen gegen Borussia Dortmund. Man hat 2-1 gewonnen, Effektivität ist das Zauberwort. Wenn man eine ganz böse Zunge ist, hat man eigentlich im Endeffekt selbst 3 Tore erzielt. Aber nun gut, es ist eine böse Zunge, ich weiß. Also von daher, ne?
man hat ja irgendwie schon das Spiel gegen Dortmund gewonnen. Also überraschend für viele, völlig überraschend. Und jetzt geht's gegen den VfB Stuttgart, die im ersten Spiel eben sehr überraschend hoch gewonnen haben gegen Fürth, wobei ich ja gesagt habe, das geht in Ordnung. Aber im zweiten Spiel überraschend hoch verloren haben gegen Leipzig. Also vielleicht Spektakelfußball bei Stuttgart, das ist eben die große Frage, ob jetzt die Schwaben jetzt im nächsten Spiel wieder auch ein Spektakel zeigen oder eher in Richtung ruhige Gewässer gehen. Denn es lief so einiges schief beim VfB Stuttgart. Sie haben sich sehr weit, sehr schnell nach hinten drücken lassen und da eben dann keine Antworten auf die schnellen Spieler der Leipziger gefunden. So hat man dann 4-0 verloren. Große Frage, Derby, wie wird das laufen? Ich denke 1-1. Denn, man kennt das ja, der Immon weiß nicht, was er tippen soll, dann tippt er eben ein 1-1, weil es kann wirklich in alle Richtungen gehen. Derby ist grundsätzlich auch immer sehr schwer einzuschätzen und das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum. Ja, die Bochumer zu Hause von den Fans getragen worden. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Also das war der 12. Mann außerhalb des Platzes. Und das ist das, was wir doch alle vermisst haben in der letzten Saison. Dass die Fans wieder da sind, dass wieder das Team aufgepusht wird. Wer weiß, wie das gelaufen wäre, wenn das Stadion leer gewesen wäre. Vielleicht wäre es ein Unentschieden geworden, aber so, ne, die Fans haben das Team getragen. Jetzt geht es gegen den 1. FC Köln, die eben auch durch die Fans getragen worden sind im Spiel gegen die Hertha. Aber gegen die Münchner, jetzt mag man sagen, so von wegen, hier haben sie 3-2 verloren. Aber eigentlich ganz überraschend 3-2 verloren. Ja, Tatsache. Comeback-Fähigkeiten vom 1. FC Köln nach 0-2 Rückstand. Normalerweise sind dann ganz viele Teams, die sagen sich so von wegen, wir liegen 2-0 gegen die Bayern hinten. Komm, das Ding ist gelaufen. Der 1. FC Köln an dem Tag nicht. Die wollten das 3-2 erzielen sogar. Am Ende, ja gut, ist es doof gelaufen, dass man dann das 3-2 kassiert hat. Ne? Aber es war trotzdem so, dass die Kölner nach dem 0-2 Rückstand definitiv einen Kampfgeist gezeigt haben, den sie in dieser Saison öfter zeigen sollen, denn dann werden sie definitiv in dieser Saison nicht gegen den Abstieg spielen. In diesem Spiel, denke ich mal, werden sie genau diesen Kampfstil zeigen und am Ende knapp mit 2-1 gewinnen. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt. Ja, die Frankfurter bislang ein bisschen enttäuschend. Also dafür, dass man eigentlich so erwartet hätte, so, boah, die spielen oben mit und das ist alles gut. Aber irgendwie merkt man schon, dass Silva weg ist. Und das ist eben ein bisschen das Problem. Man hat einfach diesen diesen Positionsstürmertypen nicht mehr, den man eigentlich momentan braucht. Die große Frage ist natürlich die, kann Frankfurt noch währenddessen bis zum Spiel reagieren? Oder vielleicht noch danach? Denn man braucht dringend einen so einen Stürmer wie Silva. Eben jemanden, den man einfach auch mal vorne anspielen kann. Ne, das hat man in den letzten Spielen gemerkt, dass der eben fehlt. Jetzt gegen Arminia Bielefeld, ne, Unterzahl verwaltet, kann man dazu fast schon sagen. Denn eigentlich hatte man so gemerkt, so nachdem man da Richtung 1-1 tendiert hat, dass man, als man an den Unterzahl geraten ist, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, ach, jetzt doch lieber den Punkt als keinen. Und so hat eben in Bielefeld dann diesen Punkt geholt gegen Fürth. Ich denke mal, in diesem Spiel wird es so sein, dass beide Teams keine Tore erzielen. Sie werden versuchen, alles daran zu setzen, das Tor zu erzielen, aber beiden gelingt es eben nicht. Mit gesagtem Grund, weil Frankfurt fehlt momentan der richtige Stürmer. 0-0. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem FC Bayern München und der Hertha, das DFL-Topspiel. Es ist die große Frage natürlich die, wie wird das jetzt bei der Hertha weiterlaufen? Momentan der komplette Negativtrend. Auch im Spiel gegen Wolfsburg, klar, dieses Mal war man eigentlich das schlechtere Team. Man hat glücklich mit 1-0 geführt, ja, durch einen Elfmeter, ja. Aber nun ja, am Ende hat man gegen Wolfsburg verloren. Aber eigentlich war da ein Punkt drinne. Man muss es böse sagen, es war ein Punkt drinne. Am Ende haben sie eben gar keinen. Und jetzt ist die große Frage gegen den FC Bayern München. Wie kann man da auftreffen? Denn die Münchner endlich einen Erfolg geholt. Mit 3-2 gewonnen gegen den 1. FC Köln. Knappe Geschichte. Hätte gut und gerne aus Münchner Sicht deutlicher sein können. Am Ende war es das eben nicht. Vielleicht war man so ein bisschen den Gegner ein bisschen zu sehr gelockt hat, eben nach dem 2-0 hat man da irgendwie so schon ein bisschen geschmerkt, dass die Münchner in Richtung Verwaltungsmodus gehen wollten, was sie aber früh gemerkt haben, dass das komplett in die falsche Richtung gehen wird. Große Frage, wie wird es gegen die Hertha laufen? Ich denke, am Ende wird es so sein, dass dieses Mal die Bayern souverän gewinnen werden und das diesmal mit einem 3-1.
Man muss erstmal in diesen Kader wieder Souveränität reinbringen. Klar, jetzt mag der eine oder andere sagen, so von wegen, der Kader hat sich nicht großartig geändert. Der Trainer ist aber neuer. Und manchmal muss eben die Philosophie des Trainers übertragen werden auf die Mannschaft und manchmal dauert das. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach. Ja, die Gladbacher im ersten Spiel gegen die Bayern, ne, habe ich ja gesagt, hätten gewinnen müssen. Im zweiten Spiel, ja, man hat eigentlich selbes vorgehabt gegen Leverkusen. Ne? Offensivität und man wusste, okay, man hat gegen ein gutes Team unentschieden gespielt. Warum jetzt nicht gegen Leverkusen auch so spielen? Und an dem Tag lief wirklich alles komplett schlecht. Egal, was man machte. Elfmeter hat man verschossen, es ist alles negativ gelaufen. Selber hatte man ähnliche Chancen, die man dann nicht verwandelt hat. Der Gegner hat selbe Chancen und verwandelt die. Irgendwie war da der Wurm drinne. Am Ende haben die Gladbacher dann glücklicherweise nur 0-4 verloren. Also es hätte noch viel böser ausgehen können. Jetzt geht's gegen Union Berlin, die, wie schon vorhin erwähnt, ein relativ ausgeglichenes Spiel gegen die TSG geführt haben, wo man dachte so, vielleicht könnte noch das dritte Tor in Halbzeit 2 fallen. Bloß eben für wen? Für Union oder doch für die TSG? Na, also die Spannung war da schon drin. Am Ende wahrscheinlich beide ein bisschen zufrieden damit, dann doch irgendwie einen Punkt gewonnen zu haben. In diesem Spiel, denke ich mal, wird es so sein, dass Gladbach zwar versucht, auch weiterhin die Offensivität zu zeigen, aber relativ früh Union Berlin denen zeigen wird, so geht das dieses Mal nicht. Und dementsprechend wird Gladbach reagieren und einen Punkt holen. 1-1. Also es wird ein sehr taktisch geprägtes Spiel sein von beiden Teams. Und man darf eben auch nicht vergessen, ne, Union Berlin hat unter der Woche auch noch ein Spiel. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig. Auch mein persönliches Topspiel. Ich weiß, ihr habt darauf gewartet, aber das ist mein persönliches Topspiel. Leipzig, definitiv gezeigt, ja komm, erster Spieltag gegen Mainz, das war ein Ausrutscher. Jetzt machen wir ernst, jetzt wollen wir oben um die Meisterschaft spielen. Und das haben sie auch getan. Sie haben offensiv Stuttgart hinten reingedrückt und im Endeffekt darauf einfach nur gewartet. Wo ist die Lücke? Wo versuchen sie vielleicht dann noch einen Konter reinzusetzen? Hat nicht funktioniert. Dementsprechend hat Leipzig das Spiel hoch gewonnen. Große Frage ist natürlich die, wie wird es jetzt gegen Wolfsburg laufen? Denn die Wölfe haben bislang zwei Spiele gezeigt, wo man eigentlich sagen müsste, das waren beides Ergebnis-Fußballspiele. Beim ersten Spiel gegen Bochum, ne, 1-0, alles gut, alles schön. Das zweite Spiel Rückstand, das Spiel gedreht, kurz vor Ende des Spiels, Plan aufgegangen. Große Frage natürlich, kann man gegen Leipzig so einen Plan denn aufstellen? Weil wahrscheinlich werden die Leipziger ähnlich offensiv agieren und Wolfsburg wahrscheinlich ähnlich weit nach hinten eindrücken. Aber am Ende wird es so sein, dass nur ein einziges Tor fällt, nämlich wahrscheinlich gegen Ende des Spiels. Leipzig gewinnt mit 1-0. Das waren meine Tipps für diesen dritten Spieltag. Ihr könnt eure Tipps natürlich in der Tipprunde abgeben und in den Kommentaren eure Meinung zu meinen Tipps. Und natürlich wäre es nice, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren würdet, damit ich auch weiß, dass ihr definitiv weiterhin eure Bundesliga-Tipps sehen wollt. Und wir sehen uns hoffentlich dann zum nächsten Tipp wieder. Nicht vergessen, es ist Länderspielpause, heißt also, der vierte Bundesliga-Tipp wird erst im September kommen. Also bis dahin, eine gute Zeit und ciao.